Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Maler. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, vor einiger Zeit habe ich euch mal gezeigt, wie man mit günstiger Wandfarbe seine eigene Spachteltechnik erstellen kann. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut es euch unbedingt an. Das ist ein richtig geiles Video. Und da gab es eine Zuschauerfrage. Und zwar, hallo, kannst du vielleicht so eine Marmortechnik mal machen in Richtung grau-schwarz mit weißen Adern? Würde gerne mal sehen, wie man das dann am besten macht. Ansonsten Hammerergebnis. Auf jeden Fall, wir machen heute nur mit zwei Komponenten eine edle Marmoroptik. Wie das Ganze funktioniert und wie einfach das ist, das seht ihr jetzt. Ja, zum Untergrund, wir haben hier eine gestrichene MDF-Platte und die ist jetzt exakt so wie eine Wand. Zum Werkzeug, wir brauchen nur eine Japan-Spachtel, eine kleine Rolle und einen Pinsel. Das war's. Ja, und weil oft die Frage kommt, ja, wie lange dauern denn die einzelnen Schritte, wie lange die Trocknungszeit, habe ich euch jetzt hier eine Uhr hingestellt und da könnt ihr auch trotz den Schnitten sehen, wie lange das Einzelne dauert. Jetzt ist es 11:55 und ich würde sagen, jetzt geht's los. Als allererstes streiche ich mir hier mal die Ränder bei, dass gleich die Farbe da nicht so drunter läuft, dass wir dann schöne scharfe Farbkanten haben. Ja, oft kommt auch die Frage, ja, kann man das denn auch auf einer Tapete, auf einer Raufaser machen? Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, das funktioniert nicht. Keine Chance. Es muss wirklich ein Untergrund sein, der so glatt ist wie diese Fläche hier. Und direkt danach geht es mit Schwarz drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon mal gespannt, was dabei rauskommt, weil so in der Art habe ich das noch nicht gemacht. Normalerweise, wenn man streicht, versucht man das ja relativ dünn aufzutragen. Das wäre ja quasi so. Schön ausrollen, wenig Struktur, optimal. Nur bei dieser Technik ist es so, dass wir satt drauf gehen müssen. So, das sieht doch gut aus vom Material. Ja. Das müssen wir hier richtig drauf suden. Das ist jetzt sogar eine gute Sache, dass die Platte liegt. Ja, viel hilft viel. So sieht das gut aus. Wir brauchen hier richtig Material drauf. Unsere Japan-Spachtel muss über das Material schön drüber gleiten können. Und das funktioniert nur, wenn wir hier richtig drauf geben. Als nächstes nehmen wir unsere weiße Farbe und jetzt tupfen wir uns hier so ein paar Stellen drauf. Da muss man wirklich hier, kann man schön drauf gehen, mal so ein Tupfen machen und hier auch mal so verteilen und da oben nochmal einen hin. Hier in die Fläche. Hier ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt und es gibt auch kein richtig oder falsch, sondern einfach nur der Geschmack, der zählt. So. Und da kann man sich einfach ausprobieren und ein Gespür für die Farbe kriegen. So. Sieht schon ganz schön wild aus, oder? Und jetzt nehmen wir unsere Japan-Spachtel und ohne Druck und ziehen uns einfach schön langsam über die Fläche. Ja, so sieht das schön aus. Oh ja. Seht ihr das? Ganz sachte, einfach drüber streicheln. Oh ja, geil. Oh, oh, das sieht gut aus. Und auch nicht zu viel. Also wenn man einmal drüber gegangen ist, das sollte schon reichen im besten Fall. Um sich das Material nicht zu sehr zu verschmieren. Aber das sieht gut aus. Das ist gut. Oh ja. Oh, das ist sehr gut. Oh, geil. So sieht es schon gut aus. Noch ein bisschen vermitteln. Vielleicht könnte man hier noch was hinsetzen. Und hier noch ein bisschen drüber zu fahren, hier auch noch, oh ja. Ganz sachte, ganz sachte. Oh ja. Das ist gut. Das ist schön. Das ist schön. Und ich finde, das macht jetzt schon einen richtig geilen Eindruck. Ne? Wir haben jetzt hier noch die grobe Streichstruktur, die wir hier von der Walze haben, die ein bisschen durchschimmert. Wir haben jetzt hier die Farbe, die schön ineinander verläuft. So habe ich mir das vorgestellt. So ist das richtig gut.
Und wir lassen das Ganze jetzt mal einen Moment eintrocknen. So, Freunde, ja, wir haben jetzt gewartet und es ist schon gut angetrocknet. Hier in dem Bereich sind jetzt noch ein paar kleine Ränder, die wir uns jetzt ein bisschen beiziehen und das Ganze polieren wollen. Und setzen oben an und fahren mit einem minderen Druck über die Fläche. Also jetzt können wir ruhig auch schon ein bisschen mehr Kraft einsetzen und fahren hier rüber. Und wie ihr sehen könnt, diese Krater, die jetzt hier standen, ziehen wir damit glatt. Und das machen wir jetzt schön über die gesamte Fläche und ziehen uns das so ein bisschen bei. So. Wie gesagt, überschüssiges und überstehendes Material wird jetzt abgezogen und nochmal mit der Fläche verdichtet. So. Und das machen wir wirklich richtig mit Kraft drüber ziehen. Gut. So, jetzt kann man auch schon sehen, wie das hier anfängt zu glänzen in dem Bereich, weil wir das Material so verdichtet haben, dass es glänzt. Ja, theoretisch können wir jetzt hier die Japan-Spachtel nehmen und damit bügeln, polieren. Aber ich nehme jetzt hier meine schöne venezianische Glättkelle. Damit kann ich halt einfacher arbeiten und bügeln mir jetzt diese Fläche. Dazu ganz flach auflegen, weil wenn wir jetzt hier verkanten würden, würden wir uns Riefen reinziehen. Und damit poliere ich jetzt die Fläche. Schön vorsichtig, da muss man sich gar keinen Stress machen. Jetzt könnt ihr auch schon sehen, was jetzt hier für eine krasse Struktur rauskommt. Nur durch das Bügeln. Ja, ist einfach unglaublich, was man mit Farbe machen kann. Oder wenn das jetzt hier keine scharfe Farbkante ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, und was wir jetzt machen, wir zeichnen uns jetzt hier noch so eine feine Maserung rein. Ne? Solche Adern, die hier durchs Marmor laufen. Und das mache ich diesmal mit Pappe. Im letzten Video habe ich ja ein Ätzchen dafür benutzt. Das geht auch super. Und viele haben auch gefragt, ja, warum nimmst du denn keinen Pinsel? Also ich persönlich finde, Pinsel sind einfach viel zu fein und viel zu perfekt für das, was wir hier machen wollen. Denn es soll ja auch so ein bisschen ausgerissen aussehen. Seht ihr das hier, wie das hier aussieht? Und das möchte ich halt mit in die Fläche hineinzaubern. Und das geht meiner Meinung nach mit sowas viel, viel besser. Weil, wie gesagt, der Pinsel, der ist einfach, der sieht einfach zu gut aus. Ja, und hier kann ich mir das jetzt schön reinzeichnen und das noch ein bisschen marmorähnlicher machen. Und hier kann man auch wieder spielen und experimentieren. Hier gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern nur der eigene Geschmack zählt. Ja, so, Freunde, ein paar Minuten haben wir gewartet und hier ist es dann wichtig zu schauen, dass hier nichts mehr großartig feucht ist. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt drüber bügeln, dann verschmieren wir uns das alles, aber so ist das gut. Und nicht vergessen, immer schön auf die Uhr achten, dann habt ihr ungefähr einen groben Anhaltspunkt. Werkzeug, ganz wichtig, sauber, wir nehmen wieder den venezianischen Glätter. Ja, hier könnt ihr schön Druck drauf geben und immer darauf achten, dass man hier nicht verkantet und der Glätter schön gleichmäßig aufliegt. Ja, und wenn es so aussieht, Freunde, dann können wir mit dem finalen Arbeitsschritt drüber gehen. Dafür nehmen wir wieder unser Schwarz, schütteln es schön auf. Oh, das reicht schon. Und jetzt ist wichtig, dass wir uns einen Schluck Wodka, einen Schluck Leitungswasser reinschütten. Nur ein ganz kleines bisschen. So, mal gucken, ob das schon reicht. Ja, wir wollen die Farbe nämlich ein bisschen dünner haben. Wenn wir die mit der Abtönfarbe so direkt drauf gehen, ist das zu dick und die deckt zu sehr. So, das Ziel bei der jetzigen Geschichte ist, das Ganze ein bisschen dezenter zu machen, weil diese Adern zu krass sind. Auch der Untergrund sieht zwar richtig gut aus, aber er muss noch ein bisschen dezenter werden, damit wir so eine edle schwarze Optik haben. Ja, dafür habe ich das jetzt gemischt. Und da wird das Material wieder ganz dünn aufgezogen. Und hier muss er richtig kratzen, jetzt richtig kratzende Bewegung. Also nichts mit Lasch, sondern richtig, richtig krass draufgeben. So. Ja, ich muss mich jetzt hier ein bisschen spurten und auch konzentrieren, dass ich schön mit der Maserung gehe. Und dass wir einen gleichmäßigen Auftrag haben.
und jetzt sofort, ohne Pause, drüber bügeln. Jetzt nehmen wir wieder unsere venezianischen Glätter und bügeln direkt über die Fläche. Auch mit Kraft. Oh, das ist schon gut anstrengend. Ich kann nur sagen, wow, ich bin jedes Mal davon fasziniert, was da am Ende bei rumkommt. Und es sieht doch einfach geil aus. Ne? Es spiegelt sich ein bisschen, diese ganzen feinen Strukturen, die wir hier drin haben. Und ich finde, wir haben das Ziel erreicht. Wir haben eine schwarze Marmoroptik erstellt. Wenn ihr das zu Hause ausprobieren wollt, empfehle ich euch, holt euch so eine Holzplatte, streicht sie euch einfach mal weiß und macht es genauso wie im Video. Testet es aus, experimentiert ein bisschen, denn das ist ganz wichtig. Ja, wenn man sowas direkt an der Wand macht, haut es meistens nicht hin. Ich mache das auch immer, habe ich neue Techniken, probiere ich es immer an der Musterplatte aus, safety first, und dann kann auch später an einer größeren Wand nichts mehr schief gehen. Solche Techniken mit Wandfarbe sind eher so kleine Wandspielereien, wo man mal so Akzente absetzen kann. Das ist jetzt nichts, um riesige Wände mitzumachen, weil das ist zu kompliziert. Also das sind wirklich so kleine Highlights, und da kann man sich dann in die eigenen vier Wände was richtig Schönes reinzaubern, was auch noch edel aussieht und vom Preis Leistungsverhältnis unglaublich günstig. Ich meine, es war nur Wandfarbe, aber was dabei rumgekommen ist, ist einfach Hammer. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert doch den Kanal kostenlos, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ganz wichtig, genau, Glocke aktivieren, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn neuer Content rauskommt. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!